Einen wunderschönen guten Hallo, meine lieben kleinen Freunde hier auf YouTube und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ultra Hardcore zusammen mit Flocke und mit YoCraft. Hey Leute. Hallo. Flocke, wo bist du? Ich bin einfach weiter geradeaus gelaufen. Oh Gott, das ist wie wenn man den ersten Gang in sein Auto einlegt und aussteigt. Damit ich die Stew trinken kann. Das Auto läuft immer weiter. Da bist du. Da bist du. Ich glaube, so ein bisschen Hintergrundmusik für die Projekte ist nicht schlecht. By the way, worüber ich mit euch reden möchte, ist Folgendes. Es gibt im Internet eine Software, die generiert Musik und ziemlich gut generiert die Musik. Ziemlich gut. Was meint ihr? Würde sich sowas mal lohnen, sich zu kaufen für Streams oder so? Nö, es gibt genug copyrightlose Musik, die auch theoretisch von Leuten mit Also so als Spielerei ja, aber so als Musik hinter Videos möchte ich gerne nach BPM und Mood und so weiter suchen können und möchte dann auch ganz gerne die Ideen von Leuten haben am Ende des Tages, die das schon länger machen. Also nicht von der AI. Wenn ihr weitergelaufen seid in eine Richtung, müsstet ihr jetzt mittlerweile eigentlich außerhalb von dem Wald an einem Meeresstrand angekommen sein. Ja, da bin ich schon dran vorbei, aber ich sehe den noch. Ja, da bin ich jetzt momentan auch angekommen. Deswegen ist meine große Frage, ob wir von hier aus mit dem Boot weiter düsen sollten. Boot würde ich immer vorziehen, auch. Bitte? Ging das denn? Mit dem Boot weiterzugehen? Nee, das sah so aus, als wäre das nur so ein Teich. Ah, hier. Sag mal ganz kurz Koordinaten neben Flocke, wo ihr seid. Ich habe keine Ahnung. Ich gehe davon aus, dass ich hier schon weiter sei. Also, ich bin minus 520 und 380. Okay, wir sind definitiv in verschiedene Richtungen gelaufen. Toll. Ich bin bei minus 800 und bei 750. Minus 800? Minus 800 und 750. Ja, dann laufe ich mal. Wollen wir da hingehen? Ja. Minus 800 und 750, ne? Okay, ich habe Fleisch dabei, ich laufe jetzt auch. Machen wir einen kleinen Sprint. Wir gehen mal zur Katze. Katze, du kannst ein bisschen farmen oder irgendwas in der Zeit machen. Ja, ich bin gerade am hier schon mal ein bisschen mit dem Boot auf dem Meer rumtuckern in der Gegend hier. Und zu gucken, ob ich nochmal irgendwo Oxeye Daisies oder vielleicht ein Dorf spotte. Weil wenn wir ein Dorf haben, dann wäre ja direkt wieder Kehrtwende zum Dorf. Vielleicht sieht man ja eins vom Meer aus. Ja, tucker mal ein bisschen rum. Bitte? 500? Ich sehe dich. Stopp. Halt. Wen? Also ich sehe Items auf dem Meer. Da. Kannst du mir ungefähr sagen, wo? Minus 800, 500, ne? Da ist er sicher. Ja, zum jetzigen Moment minus 590, 590. Lol, minus 590. 590. Wir sind ja auf dem Meer, genau. Genau, wir sind hier an einem Bach, beziehungsweise an einem Fluss, der direkt ins Meer fällt. Da bist du doch. Hey. Grüezi. Sehr schön. Servus cool. Und hallo. Grüezi. Grüezi, servus und hallo, geh. So. So. Gut, wenn wir jetzt geht's. Irgendwas Richtung Drowned oder so hören, versuchen wir diesmal natürlich den Skill auszupacken und uns nicht umbringen zu lassen von ihm. Ich habe da so ein Déjà-vu. Ja. Ich würde sagen, straight geradeaus. Wir werden auch jetzt gerade noch kein Schiffswrack oder sowas looten. Wirklich erstmal Villager suchen, da Base aufbauen, die Base ready machen und dann geht's weiter. Dann exploring. Ja. Sehr schön. Deswegen. Meine linke Hand ist as cold as ice. Ich dudel Metall, ich bin lauter. Das ist so im Endeffekt die Aussage. Schön. Ich finde das mal Werbejingle, finde ich mal ganz toll. Welcher Werbejingle ist das hier? In Aufnahmen pfeifen ist immer eine dumme Idee. Also wirklich von 10 out of 10. Aber pfeifen ist mal so am Mikrofon vorbei, ne? Ich wollte es gerade callen. Aber das klingt nicht gut. Ganz kurz, du darfst bei mir nur Werbungen bis 2010 ungefähr. Na, Flocke? Und der Wolf. Ah, ist ja schön. Das war sogar wir können da mal ein Spielchen rausmachen. Ah, Oxeye Daisies, aber die nehmt ihr schon mit, ne? Dann gehe ich mal kurz. Vor allem haben wir das vor 8 Minuten gecallt. Tu's nicht, Junge, tu's nicht. Tu nur den Kühen weh. Du willst nicht in jeder.
Lauf! Lauf! Scheiße. Lauf! Nein. Lauf! Nein. Lauf! Nein. Lauf! Nimm ein Boot! Nein. Sie wird nicht aufhören! Hi! Habe ich dich eigentlich schon mal educated? Ich weiß, dass ich das nicht mit dem Schwert gemacht habe. Habe ich dir eigentlich schon jemals... What the fuck is wrong with you? Es gibt eine Regel, man haut keine Pferde. Habe ich dir schon jemals gezeigt, wie man einen Schildblock durchbricht? Habe ich gerade. Nee, wie geht das? Wenn du blockst und dich jemand mit einer... Block mal bitte. Das bricht deinen Schildblock, wenn du mit einer Axt geschlagen wirst. Es gibt Mobs, die Äxte haben. Wenn die dich schlagen, kannst du nicht weiter blocken. Deswegen, ich hab's gerade gesehen. Ja. Sei froh, dass ich keine Axt hatte. Braves Pferd. Ist mir nur gerade aufgefallen, um das einmal gesagt zu haben. Ich streichel das Pferd. Das Pferd streichelt ist nicht das Richtige. Oh Leute, vor mir ist ein Creeper. Ich schwöre dir, ich hab die gezählt. Lass es sein. Es ist ein Fehler. Jo, komm mal ganz kurz bitte mit. Komm mal bitte kurz mit. Komm mal bitte kurz mit. Hier hinter den Baum, komm mal bitte kurz hinter den Baum. Wenn ich auf die verzichten kann, weil ich die nicht schlagen darf, obwohl sie potenzielle Freilauflasagne sind, darfst du die auch nicht hauen, okay? Sonst stecke ich dir den Sapling so tief in die Nase, dass du Weihnachten oder Petit übernachten musst. Mushroom. Danke. Guck mal, Floge. Ich schenke jetzt dem Pferd... Floge. Ich schenke jetzt dem Pferd eine... Poppy? So, und hilf dich. Okay. Sollen wir weiter schippern, bitte? Ich würde sagen, ja, schippert! Jo. Also das war meine Aussage, so, dass ja, wir sollten weiter. Kannst du Jo bitte einmal schlagen mit dem Schwert? Das machst du selber. Ich bin fein. Shuttle Service, bitte. Du kannst mich mal sonst woher. Sieh zu, wie du vorankommst. So Leute, herzlich willkommen zum Singleplayer-Let's Play Ultra Hardcore. Ich hatte mal zwei Companions, aber die sind mittlerweile nicht mehr mit auf dem Meer unterwegs. Also, wo bist denn du? Ich bin losgefahren. Wo bist denn du hingefahren? In die Hölle. Du hast noch gar keine Obsidian, lüg nicht. Brauch kein Obsidian. Lügenkatze. Lügenkatze. Gleich kommt der Schattenwolf und ist böse. Ah ja. Na sag mal, wo bist du? Ich komme gerade zurück. Weiter aufs offene Meer, oder? Na, ich bin an einer anderen Stelle überhaupt erst ins Meer gegangen, weil wir da von da aus weitergehen konnten und eine Inselzunge umfahren konnten. Ich bin jetzt wieder hier bei euch. Das ist kein Premium-Taxi-Flocke, den man hinterherlaufen muss. Aber ich gefunden. Tötest du noch einmal ein Pferd, töte ich dich. Ultra-Hardcore hin oder her. Aber ich wollte nur gucken, ob es da Lasagne rauskommt. Aber da kommt keine Lasagne raus. Deshalb ist mein wissenschaftliches Experiment an dieser Lasagne Stelle. Lasagne kommt also doch erst in der 1.16. Das Falsche was? Kommt raus. Du hast das Falsche geschlagen. Gehen. Du musst mehr hauen. Dann so. Aber nicht hauen. Nicht nur Delfine hauen. Lass mal Delfine hauen. Oh ja, Thunfisch. Hier links fahren, genau, da rechts ist eine Drone City. Thunfisch rauskommt auf jeden Fall. War das nicht? Das war doch früher immer so der Aufschrei, dass die ganzen Dosen immer... Thunfisch immer so ein Siegel drauf hatten, keine Delfine bei der Jagd gestorben, weil das den Leuten aus irgendeinem echt? Grund wichtig geworden ist. Warum so ist das Leuten wichtig geworden? What the fuck is wrong with people? Oh ja, was? Schlafen ist ja, eine schlafen. Gute Idee. Ja, das darüber könnte man nachdenken. Eine Erwähnung wert. Und dann. Er hat Venen dunkel. Gesagt. Was? Was? Hä? Swag. Hallo Katze. Hallo. Katze. Was denn? Für dich. Danke, ich habe vorhin erst ganz viele gedroppt. Das ist ja nett. Hast du ihm Lillipads gegeben oder was? Anfänger. Versucht mich zu trollen. Nee, er hat mir. Ja, doch, er hat mir Lillipads gegeben. Korrekt. Wie gesagt, ich habe Katze durchgespielt. Könnt ihr schlafen?
Jo. Wenn du das Bett jetzt abbaust. Jo! Was dann? Jo! Dann spawnen hier gleich Mobs. Meine Güte. Ja, also. Hardcore ist halt nicht so deins, ne? Doch, ist es. Ja, dann. Ja, du dann läufst wieder. Wer Katze ärgert, läuft. Dann töte ich auch keine Pferde mehr. Ach, das ist jetzt. Das macht jetzt Sinn. Okay, gut. Das ist ein Tintenfisch. Flocke, weißt du was? Das habe ich dir gar nicht gesagt. Lucario ist schon Level 68. Warum hast du mir keine WhatsApp geschrieben? Ich habe gefragt im Stream, ob ich die schicken soll. Die Leute so, nee. Und nee. Ich verstehe. Sehr lustig. Also die besten von allen. Nee, er hat Pokémon gespielt im Stream und sein Lucario ist immer Level abgegangen, weil er Pokémon geklatscht hat. Und bei jedem Level up hat er gesagt, Flocke, ja, Lucario ist jetzt Level 40. Flocke, ja, Lucario ist jetzt Level 41. Ah. Ja, deswegen, kleiner Running Game. Lucario. Okay, ja. Lucario. Lucario, wer war das denn nochmal? Das war doch dieses blaue Pokémon, ne? Ja, nee, blau, schwarz, ein Shiny-Gelb. Ja, aber das ist, ich hab das nicht in Blau, ich hab das in Shiny, ich bin Feini. Na, das ist mal interessant. Die innere Monologstimme von Jo. Die innere Monologstimme von Jo. Toastbrot. Flocke, ich finde dein Zuhause, wir kommen auf dein Gehause vor. Ja, wo so vorne ist dein Zuhause. Ja, ja. Soll ich es kommentieren, dass da vorne Eis ist? Pack Eis. Da vorne ist Eis. Sollte ich jetzt vielleicht einen Witz bringen mit Flocke und Eis? Oh, welchen Witz bringe ich? Oh, ich weiß welchen. Ich sag gleich, da ist das Kuchen. Flocke ist so fett, diesen Eisbrecher. Hab so, den Witz schon abgebrochen. Oh Mann, du hast gerade meinen Bruder. Vor allem ist das gut, der Eisbrecher, und danach hast du den Witz abgebrochen. Ich finde auch vor allem gut, also ich bin ernsthaft erstaunt. Ich hätte bei einer inneren Monologstimme von Jo eigentlich eher so ein Freizeichen erwartet. Ja, ungefähr so. Und vielleicht so alle 13 Minuten zwischendrin dann so, ein Kundenberater ist gleich für Sie bereit. Und dann noch irgend so eine Fahrstuhlmusik. Ihre Meinung ist uns wichtig. Ihre Meinung. Wussten Sie, dass Sie auch unsere Online-Produkte? Viele Ihrer Probleme sind schon über unser FAQ lösbar. TheJoeCraft.de. Ah ja. Eine freundliche Katze ist für Sie reserviert. Bitte haben Sie noch einen Moment Geduld. Leider gibt es Speiseeis bei uns nicht mehr umsonst. Durch die Welt mit dem Eis, das mir gefällt, fahr ich zugehend auf deinen Kopf. Eisbär. Begrüß dich, Servus, schön, hallo, geh. Wenn man den Eisbären Fische gibt, macht er lustige Sachen. Aufpassen, weiterfahren. Nicht auf den Eisbär warten, fahren. Was machen wir? Was ist denn da? Was war da gerade? Unter uns waren Magmablöcke. Und das Problem ist, Magmablöcke können entweder eine Unterwasserschlucht sein oder sie können potenziell auch das Zuhause von den Drones sein. Ja. Bevor wir das riskieren, hier wieder einen Trident-Typen zu haben. Da ist auch ein Schiffswrack. Nein, Jo. Doch. Mm-mm. Oh. Mein Spaß. Böser Spaß. Machst du da? Was? Lederfarm. Katze. Leder. So, Lederfarm, okay. You're as cold as ice. Hier so eine komische Insel mitten im Eisbiom gibt, ne? Ja, ist irgendwie schon strange. Ja. Könnte sein, dass hier wirklich einfach Biom ein Biom gibt. Dieser Anruf aufgezeichnet. Im wahrsten Sinne, es wird ja wirklich aufgezeichnet gerade. Ja, ist faszinierend. Wie viele Aussagen wir treffen, die im Nachhinein dann sogar noch ein Meta-Joke sein könnten oder sowas. Das war super. Okay, Leute, das sind zwei Zombies, die brennen und kommen auf mich zu. Im Endeffekt brennen sie darauf, mich kennenzulernen. Ich bin ganz unglücklich aus dem Boot rausgeglatscht. Geklatscht, ja. Geglitscht. Ich fahr dann mal weiter. Und da ist eine Schatzkiste. Hallo Flocke, ich bin hier. Lol, wie geil. Links, das ja, ist links von dir. Doodly-doo. Doodly-doo. Ist die gut, die Suspicious Do? Nope. Es gibt mehr negativ wirksame Suspicious Do's als positiv wirksame Suspicious Do's. Und wenn es eine Wither ist, dann stirbst du. Ich hab ein Problem. Ja? Ich weiß jetzt nicht, welche ist. Ja, okay. Pech gehabt. Komm jetzt. Ja, was mache ich jetzt? Beide wegwerfen. Kein Risiko, beide wegwerfen. Aber Flock ist dann böse. Okay. Ja, die habe ich gemacht.
Ich wollte gerade sagen. Katze hat die gemacht. Pfui, weg damit. So, tschüss. Sehr gut. So, wo bist du jetzt? Leergut. Wo bist du jetzt? Leergut. Hilft dir das, wenn ich sage, ich bin hier? Ja, ja, hier ist immer die präzise Angabe. Okay. Wisst ihr, was auch hier ist? Hier ist die Aufnahme zu Ende. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut, bis bald und ciao, Leute.